So, Servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem schönen Reykja. Ihr seht schon, wenn du kurz mal rausfilmst. Es ist absolut bombastisches Wetter und ich bin hier mit meiner schönen neuen Honda Fireblade. Ihr kennt sie ja schon im neuen Design. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere gar nicht mitbekommen, aber ich habe ja ein neues Design bekommen. Habe es ein bisschen schlichter gehalten und habe hier schön meine Mattis-Farben ein bisschen mit eingebracht. Hab mittlerweile auch, darum soll es heute auch ein bisschen mehr gehen in dem Video. Vielleicht habt ihr schon gesehen, die Galfer Bremsscheiben und dann noch schön die Carbon-Felgen von Thyssen und Krupp. Ich hoffe mal, das ist nicht zu laut, das ist schon wieder hier in der Box. Ist immer eine Lautstärke, sage ich euch. Wir sind hier mit den ganzen Jungs, ihr seht schon, wen haben wir hier? Einen guten alten Blackout, der ist natürlich auch am Start. Wir haben hier Lukas Litt, wir haben Raptik, wir haben Tommy Heinteiler, wir haben den Lukas dabei, wir haben den Laurenz am Start, wir haben den 50 natürlich am Start. Alle Leute sind hier natürlich wieder am Start. Ich muss auch noch mal sagen, alle, die hier auf der Veranstaltung sind, wir haben alle einen PCR-Test gemacht. Nicht, dass jetzt wieder in den Kommentaren das Bild abgeht. Wir sind Corona-negativ, von daher geht das alles klar. Ich würde sagen, ich check heute mal das Ganze aus. Ich teste heute mal die Bremsscheiben. Ich teste heute die Carbonfelgen. Ich bin ja schon mal die Carbonfelgen gefahren. Einmal vor 2 Jahren in Spanien. Da haben die, glaube ich, zum ersten Mal die Carbonfelgen rausgebracht und war da schon super begeistert. Ich werde jetzt erstmal eine kleine Runde drehen und dann werde ich auch noch mal ein kleines Feedback geben. Los geht's. Wir haben ja auch gerade noch Liam dabei, da werde ich eigentlich auch mal, das ist eigentlich richtig geil. Liam zaubert hier richtig schöne Videos draus mit seinem dicken Objektiv. Absolut geile, richtig geile Aufnahmen. Also heute wird es noch mal ein bisschen verfeinert mit Aufnahmen von Liam. Macht euch auch was gefasst, wird mega geil. So, ich bin von meinem ersten Turn wieder zurückgekommen. Ich muss sagen, es fühlt sich an, als hätte ich eigentlich nichts mehr zu verbessern. Es ist wirklich krass. Ihr habt ja schon die anderen Videos gesehen, da hatte ich immer noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Aber ich muss wirklich sagen, jetzt mit diesen Upgrades, die ich jetzt gemacht habe, würde ich fast sogar sagen, fahre ich an Hieb schon viel flüssiger. Ich kann das mal einblenden. Ich glaube, das sieht man ganz gut von letzten Jahr. Ich bin letztes Jahr noch mit den ganz normalen Felgen gefahren. Gerade bei diesen schnellen Umlegen komme ich jetzt viel besser zurecht. Ich dachte immer so, ah, muss ich noch was am Fahrwerk einstellen. Das geht jetzt viel besser. An sich mit den Bremsen ist es auch richtig geil. Gerade noch ein bisschen am Einbremsen. Also habe am Anfang noch ein bisschen langsam gemacht mit den Bremsen, weil ich die am Anfang immer so ein bisschen erst einbremsen muss. Ich habe neue Belege drauf, neue Sinterbelege und neue Bremsscheiben. Und habe am Anfang, ich glaube, da habe ich gar nicht so reingeschnitten, aber musste erst ein bisschen langsam machen, aber ich merke schon, langsam kommt's. Was mir jetzt aber auch aufgefallen ist, dass ich, glaube ich, in nächster Zeit dann doch das ABS-Modul reinmache. Modul, auch wenn das bei Honda ganz geil ist, man kann ja Renn-ABS einstellen, aber ich glaube, um wirklich einen konstanten Druckpunkt zu haben, muss ich vorher erst das ABS rausmachen, dass es dann auch wirklich immer konstant ist. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein bisschen fahren. Carbonfelgen und Bremsen auf Anhieb eigentlich echt super geile Steigerung. Jetzt haben wir nochmal raus. Fahren noch mal ein paar Runden. Wir haben geiles Wetter, es macht mega viel Spaß. Und ich würde sagen, danach gibt es noch mal ein schlussendliches Feedback.
Junge, 1,32, 6 und ein paar zerquetschte. Ich würde sagen, das kann sich jetzt schon mal sehen lassen. Am ersten Tag in der, ich glaube, was war es jetzt, dritten Runde mittlerweile. Komm super gut zurecht, fühle mich mega wohl. Bin ja jetzt auch zur Zeit mit dem Bridgestone unterwegs. Hab zwar noch einen SC1 dabei, aber ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal auf den Bridgestone einschießen. Bin jetzt lange Zeit in SC1 gefahren. Komm mega gut zurecht, hatte wirklich überhaupt keine Rutscher. Und es ist wirklich sehr, sehr harmonisch. Mittlerweile sind die Bremsen jetzt auch eingefahren. Ich muss sagen, es ist einfach wirklich ein Traum. Dafür, dass jetzt noch ABS mit drin ist, ist es wirklich sehr, sehr geil. Ihr seht ja auch in dem Video, ich kann mal ein bisschen was einblenden. Ich würde schon von mir behaupten, ich bremse relativ spät und fühle mich auch echt sicher. Also beim Anbremsen habe ich wirklich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie denken muss, ah, irgendwie der wandert nochmal oder es geht nochmal weg. So, zu den Bremsen gibt es auch nochmal zu sagen, ich habe hier die Originalbremsscheibe und im Unterschied zu den Galfer-Bremsscheiben, die sind nochmal 10-20% leichter. Also sprich, ich habe hier eine absolut geile Gewichtersparnis. Kombination Galfer-Bremsscheiben mit den ThyssenKrupp Carbonfelgen. Ist wirklich was, wo ich sage, es ist mega genial. Ich treffe die Linie viel besser. Ich schaue dahin, wo ich fahre. Ich kann auch dahin fahren, wo ich hinschaue. Habe ich das richtig gesagt? Ich bin schon ganz verwirrt. Auf jeden Fall, ich treffe wirklich immer die Linie. Ich sage schon die ganze Zeit zu den anderen Jungs, es ist so geil. Sonst immer hatte ich wirklich die Probleme, dass zum Beispiel ein Kollege sagt, ja, fahr doch hier einfach links außen. Dann sage ich mal, nee, das geht nicht, mich treibt es immer raus. Jetzt ist es wirklich so geil, dass ich wirklich sagen kann, ey, ich will dahin fahren. Und das klappt auch mit dem Umlegen. Ich treffe immer die Linie und habe ein super geiles Handling. Noch ein kleiner Punkt zu den Carbonfelgen. Es war gerade ein Kollege da, der hat gemeint, das sind noch dieselben Felgen wie bei der BMW M. Da muss ich also sagen, das ist nochmal ein Unterschied. Die sind nochmal um einiges leichter als die Carbonfelgen, die ihr bei dem Standard BMW M-Modell. Der Test ist vorüber. Ihr habt es gesehen, wir sind noch ein paar Runden gefahren. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass die Carbonfelgen im Zusammenhang auch mit den neuen Bremsscheiben von Galfer, ich bin wirklich richtig gut zurechtgekommen. Ihr seht ja auch an den Aufnahmen, ich konnte viel besser die Spur halten. Ich konnte besser wirklich dahin fahren, wo ich hingeschaut habe. Das ist wirklich gar nicht so normal. Das ist gar nicht so einfach immer gewesen bei mir sonst immer. Ich muss noch ein paar Sachen an der Geometrie ändern. Aber sonst ist das Ding einfach perfekt. Es steht perfekt da. Eine Sache noch, die ich auch vergessen habe zu sagen. Ich habe die ja anders übersetzt. Ich habe vorne zwei Ritzel kleiner. Sprich, sie ist ein bisschen kürzer übersetzt worden. Das geht auch noch von der Elektronik. Viele hatten da ja Angst. Hat aber wirklich alles super gepasst. Ist viel angenehmer zu fahren. Reka ist sogar eine angenehmere Strecke oder ist sogar bessere Strecke. Eigentlich, da hätte ich sogar auch noch Standard fahren können. Aber ich glaube, gerade auf so Strecken wie in Oschersleben ist es dann richtig nice und bringt dann wirklich richtig viel. Ich würde sagen, ich schreibe einfach mal in den Kommentaren, wie euch das Video gefallen hat. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.